Du kennst sicher das Gefühl. Du machst einen Probeschwung, der fühlt sich total locker und easy an. Und dann kommst du zum echten Schlag und dieser fühlt sich total verkrampft und hölzern an und ist ein furchtbarer Schwung. Das Witzige aber ist, würdest du deinen echten Schlag so wie deinen Probeschwung ausführen, dann würdest du wahrscheinlich nicht unter 150 Schläger spielen, weil du den Ball so schlecht treffen würdest. Und warum das so ist, das erkläre ich dir in diesem Video. Also bleib dran, wir starten jetzt. Ich habe vor kurzem auf Facebook den Beitrag eines Herrn gesehen, der sich darüber beschwert hat, dass sein Probeschwung rund und flüssig aussieht, aber sein echter Schlag hart und abgehackt und Chicken Wings und all das, was Gott verboten hat. Ich habe diesen Beitrag kommentiert und erklärt, warum er das macht und warum das auch viele andere Golfer machen. Die meisten glauben, es ist ja ein mentales Problem, ist es aber gar nicht, sondern es ist hauptsächlich ein technisches Problem und dann ein Problem mit der Sache an sich. In den letzten Jahren habe ich immer wieder die Probeschwünge meiner Schüler gefilmt und dann auf Zeitlupe gesehen, dass die Schlagfläche während des Schwungs selber viel zu weit offen ist. Und dort, wo der Ball dann liegen würde, also im vermeintlichen Treffmoment, sieht man dann auch, dass bei den meisten die Schlagfläche viel zu weit nach rechts zeigt. Das heißt, würde man diesen ruhigen, schönen Probeschwung auch wirklich tatsächlich schwingen und auf den Ball bringen, dann würde jeder Ball nach rechts wegzischen oder der Ball gar nicht getroffen werden. Warum aber ist die Schlagfläche während des Probeschwungs so offen? Gut, da gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, wenn man einen Probeschwung hat, hat man oft irgendwelche technischen Gedanken, wie ruhig durchschwingen oder auf einer gewissen Schwungbahn zu schwingen, aber man hat nicht die Intention, unten im Treffmoment die Schlagfläche zu managen, also die Schlagfläche wieder auf gerade zu bringen. Das heißt, ich sehe dann oft Schwünge, als ob der Schläger umgedreht wäre, als ob man nur seinen runden Stiel hätte und einfach nur so schwingt, weil dann bräuchte ich das ja auch nicht machen. Und wenn ich keine Schlagfläche unten habe, die ich jetzt irgendwie kontrollieren muss, dann natürlich tue ich mir viel leichter, einen runden, ruhigen Schwung zu machen. Der zweite Grund, warum diese Schlagfläche während des Schwungs offen ist, ist, weil nicht nur im Probeschwung der Schläger offen ist, sondern auch im tatsächlichen Golfschwung. Was meine ich damit? Die meisten Golfer, die Probleme haben mit Ballkontakten, sind die, die die Schlagfläche im Schwung sehr weit offen haben. Das kommt einerseits durch einen Griff, der häufig zu weit nach links ausgedreht ist. Dann würde dann im Schwung die Schlagfläche hier offen sein. Oder es kann auch sein, dass die Handgelenke einfach in keiner guten Position sind. Ich gebe jetzt ein Beispiel, wenn zum Beispiel im Abschwung das linke Handgelenk als rechtshändiger Golfer in diese Richtung kippt, also in diese Richtung hier, dann würde die Schlagfläche aufgehen. Du kannst es dann sehen, wenn du ein Video von dir machst und das Video stoppst hier ungefähr, wenn der Schaft parallel zum Boden ist und du siehst dann, dass die Schlagfläche gerade in den Himmel rauf zeigt oder sogar etwas nach hinten, dann ist das ein Indiz dafür, dass die Schlagfläche während des ganzen Schwungs zu offen ist. Alle guten Golfer haben die Schlagfläche ein klein wenig eher in diese Richtung überlappend und das Handgelenk mehr gebeugt. Das versichert Ihnen, dass Sie die Schlagfläche früh genug im Schwung geschlossen haben und dann nicht beginnen müssen, in letzter Sekunde die Schlagfläche wieder gerade hinzustellen. Weil, wenn du nämlich dann die Schlagfläche im Schwung zu offen hast, dann musst du ja Ausgleichsbewegungen machen, um wieder die Schlagfläche gerade hinzubekommen. Sprich, wenn die Schlagfläche jetzt im Schwung so offen runterkommt, also hier ungefähr, und jetzt möchte ich gerade zum Ball kommen, dann wird es sehr schwierig so, ja. Das heißt, dann wird der Golfer beginnen, dass er dann auf dem rechten Fuß zurückfällt, vielleicht etwas mehr von außen nach innen schwingt und so geht sich das dann aus und dann bekommt man halt so ein furchtbares Finish, das man auch dann auch kennt. Deswegen kann der Probeschwung auch sehr, sehr flüssig und rund sein und dann auf einmal im echten Schwung schaut es dann verrückt aus. Würdest du das nämlich nicht machen, dann würdest du den Ball gar nicht treffen. Was ist nun die Lösung? Lerne bitte, dass du die Schlagfläche in deinem Schwung früher schließt. Sprich, an dem Griff arbeitest, beziehungsweise auch an die Handgelenke. Ich habe unten in der Beschreibung auch die passenden Links zu den jeweiligen Videos dazu hinzugefügt. Dann gibt es noch einen anderen wesentlichen Unterschied zwischen dem Probeschwung und dem echten Schwung. Und zwar versuchen die meisten Golfer beim Probeschwung die Arme und den Schläger ja, so laufen zu lassen, ohne wirklich viel Druck.
und einfach den Schlierkopf zu spüren. Beim Schlag aber selber liegt da unten ein Objekt, nämlich der Golfball. Und den wollen wir schlagen. Und wenn wir auf einen Gegenstand schlagen, dann werden wir das nicht locker machen und auch nicht den Schläger laufen lassen und so weiter. Nein, wir werden im Treffmoment sehr hart mit der Muskulatur. Wir werden uns stabilisieren. Die Bauchmuskeln sind angespannt und ich werde hier kräftig zuschlagen. Ja, da kannst du mal ein paar Schwünge machen, wo du dich einfach mal hinstellst und einfach nur ganz kleine Schwünge machst, von hier nach hier. Und dann wirst du spüren, dass die ganze Muskulatur ja förmlich hart wird, rund um den Rumpfbereich, und auch die Arme werden härter. Das ist nichts Schlechtes, das ist das, was alle guten Golfer machen. Sie werden die Muskulatur stabilisieren, sie werden etwas härter, und das ist etwas, was beim Probeschwung ja überhaupt nicht vorhanden ist. Deswegen kann er gar nicht sich so anfühlen wie der echte Schwung. Weiters, was da noch passiert ist: Beim Probeschwung verwenden die meisten Golfer keine Bodenreaktionskräfte. Ich möchte da jetzt nicht zu viel darauf reingehen, aber was ich damit meine ist, bei guten Golfern sieht man, dass sie zuerst in den vorderen Fuß hineinladen und diesen als eine Art Widerstand verwenden, dass sie sich aus dem Boden rausdrücken und dann können sie kräftig dagegen schlagen, kann man sich vorstellen. Wenn man einen Probeschwung macht, drückt man in der Regel nicht in den Boden rein, man erzeugt keine Kräfte, die aus dem Körper kommen, und deswegen, weil auch die meisten Golfer in diese Richtung keine Schulung haben, also sie verstehen nicht, wie das funktioniert, beginnen sie dann auf anderen Körperstellen dominant zu werden, um die Geschwindigkeit zu erzeugen, die sie dann brauchen. Und das ist dann eben meistens dann aus den Armen in diese Richtung, oder der Oberkörper reißt auf, oder die Hüfte schiebt extrem, oder irgendwelche solche Sachen. Also es ist meistens ein Problem, weil wir eben dann andere Kraftquellen verwenden als beim Probeschwung, weil wir den Ball weiter schlagen. Und diese gehören ebenfalls geschult. Eine super Übung oder super Probeschwung-Idee, die ich für dich habe, wäre, dass du nicht ganz normale Probeschwünge machst hier, sondern dass du mit einem Step-Drill den Schwung machst. Das heißt, dass du die Füße zusammengibst vor dem Schlag und kurz bevor du schlagst, einfach als Vorbereitung einmal nach links steigst und dann durchschwingst. Ja, dann hast du zumindest dieses Gefühl, dass du da reinsteigst, den Widerstand im Boden spürst und wo dagegen schlagen kannst. Da würde ich jetzt auch keinen vollen Schwung machen, nur kurz rein und durch. Und dann gehe ich hin und schlage den Ball. Gleich geht es weiter. Aber wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Like versiehst. Danke. Jetzt sollten wir noch über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Nämlich, was ist denn eigentlich der Sinn des Probeschwungs? Schau, es ist so, jeder Golfer hat seine Tendenzen. Der fängt zum Golfspiel an und man gewöhnt sich irgendein Bewegungsmuster an. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber mit der Zeit lernt man seine Tendenzen kennen. Man weiß zum Beispiel, man hat Probleme mit der Schwungbahn, man hat Probleme mit der Druckverlagerung, man hat Probleme mit dem Handgelenken, was auch immer. Irgendwo gibt es so ein, zwei, drei Sachen bei jedem Golfer, die wirklich herausstechen. Diese werden ja normalerweise von einem Golftrainer analysiert und man sollte daran arbeiten. Wenn man dann aber einen Probeschwung macht, geht es nicht darum, dass man das so ein bisschen einbaut, denn wenn nachher die Geschwindigkeit nämlich kommt, dann wird das meistens viel, viel weniger. Es schalten die ganzen Reflexe durch im Körper, sage ich immer, und man macht eigentlich dann fast das Alte. Man braucht einen richtig großen Gegenimpuls, damit man nur eine Kleinigkeit ändert. Das ist der Grund, warum man dann zum Beispiel einen Alex Noren bei Probeschwüngen sieht, dass der auf einmal so dasteht, so irgendwie und dann so macht. Ja. Oder der Jimenez, ja, wer ihn öfters zuschaut, dieser tolle Golfer, der solche Probeschwünge macht, von hier nach hier. Das macht er nicht im echten Schwung. Er macht es deswegen, weil er ein Gefühl versucht zu erzeugen. Nämlich das Gegengefühl von seiner Tendenz. Jimenez ist sicher jemand, der sehr stark von der Innenseite an den Ball kommt. Und er versucht dieses extreme Out-In-Gefühl, was übrigens den meisten Hobbygolfern wahrscheinlich nicht gut tun würde, zu machen, damit er eben das ein wenig neutralisiert. Und das macht er schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Wahrscheinlich schon Jahrzehnte. Er ist damit gut gefahren und hat es als ein Teil seiner Routine implementiert. In meinen Augen hat der Probeschwung die Funktion, dass man gegen seine extremen Tendenzen kämpft, also die Chance erhöht, beim Schlag selber diese weniger zu machen. Wenn du jetzt nur dich hinstellst und kleine Schwünge machst oder festere Schwünge machst, klar, ja, dann kann man das machen, aber es dient eigentlich mehr zum Aufwärmen, aber das hat keine wirkliche Funktion. Das machen die Pros auch nicht. Möchtest du jetzt wissen, wie du die Handgelenke und das Schlägerblatt besser unter Kontrolle bringst in deinem Schwung, dann bitte schau dir als nächstes dieses Video an, das kann ich dir sehr empfehlen.